Hallo Freunde, Simon hier, heute mit dem nächsten Tube. Ich stelle euch kurz die Tools, mit denen ich arbeite. Das sind so Firmen wie Cork, wie Uhe, Airfix, Parawave, ja. Gut, heute ist Cork dran. Ich habe das Ding gekauft als Bundle. Und das ist quasi eine Zusammenstellung von mehreren Synthesizern. Das seht ihr auch links, die stelle ich jetzt einzeln vor. Ich habe zu jedem Synthesizer unter der Playlist Cork fast alle Sounds aufgeführt. Heute gehe ich ganz schnell nur durch, was ich einsetze und quasi, was diese Synthesizer überhaupt sollen. So, das ist eine Imitation von ARP Odyssey. Kennt ihr, hat auch, glaube ich, die Originalfirma die Sachen in Form von Hardware, Cork auch in Form von Hardware rausgebracht. Hier nochmal als Software. Ich brauche keine Hardware, ich nehme gerne halt diese VST-Sachen. Ultra-analog, ja, also Emulation. Und da seht ihr auch die verschiedenen Revisionen. Da sind so bessere Chips, die stabiler waren. Oder Filter, glaube ich. Aber da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Mir geht es einfach um die Sounds, ja. Gut für Techno geeignet, gut für so viel für Progressive House, ja. Aber jeder kann es einsetzen, wie er will. Ich setze Sachen auch für Lounge ein. So, ihr seht oben rechts Windows 7, ja? Und da ist schon das Ding an seiner Grenze. Mein Rechner ist vom Jahre 2012. Und bei manchen Sounds macht er einfach nicht. Vielleicht ist er schon zu alt, aber ich sage euch ganz ehrlich, Windows 10, wie ich da schon gesagt habe, ist für mich noch keine Option, weil das viel zu viele Ressourcen verlangt. Ich hatte es mal installiert, aber das ging gar nicht. Ich habe es wieder deinstalliert. Und ich denke, für Musikproduktion erstmal Windows 7 ist okay. Okay. Zum nächsten. Legacy. Das ist eine Zusammenstellung. Und das seht ihr auch hier aus MS-20, Poly-6, ja, und deren Kombination. Ich finde die Sounds nicht schlecht. Gedacht sind die nicht jetzt für Dance-Sachen. Eher für Chillout, ja. Aber dafür habt ihr wirklich viele gute Sounds und reichliche Sounds. Den habe ich vor vielen Jahren eingesetzt. Der ist ja nicht neu, den gab es auch früher. Könnt ihr auch alles Mögliche hier. Ne? Ihr könnt noch mal in den einzelnen Synthesizer reingehen, aber das sehen wir später, weil diese gibt es dann als einzelne Instanzen. M1, das ist so ein Klassiker aus den 80er Jahren, sehr erfolgreich. Der Hauptkonkurrent von dem hier war Roland D50 und Yamaha DX7. Ja? Gut, die als Hardware kosten die mittlerweile 150 Euro, 200 Euro mehr nicht. Du hast eine Fülle von Sounds. Super coole Sounds. Von normal bis etwas härtere Sachen. Den setze ich kaum ein. Ich weiß auch nicht warum, weil ich irgendwie fixiert bin auf Nexus und Rapid, aber so für Chillout will ich demnächst auch mit den
mit den Synthesizern nicht arbeiten, weil die halt gute Sounds liefern. Weiter geht's. Das hier die Performance, das heißt, das sind mehrere Sounds zusammen. So, was ich toll finde, natürlich kannst du die auch programmieren. So, lass mich kurz die Kombis nochmal sehen und browsen. Genau. Du hast hier diesen Multimode, ne? Dann kannst du nochmal kombinieren, wie du möchtest. Was ich toll finde, wenn ich mich nicht irre, gab es hier die Cards. Genau, das finde ich super geil. Diese Karten, die kosten gebraucht reichlich. Ja, die sind nicht billig. Die kriegst du hier umsonst. Das heißt, du hast die Standard-Sounds und du kriegst noch mal 21 Karten von M1 und du kriegst noch mal von der Serie T1, Korg T1, kriegst du noch mal 3 Karten. Also es lohnt sich wirklich, das Ding zu kaufen. Aber wie gesagt, für Leute, die jetzt nicht unbedingt Elektro machen, weil mit M1 wirst du kein Elektro machen können, gemäß Standard 2020, also zur heutigen Zeit wird es ein bisschen schwer. Aber das ist ein super geiler Synthesizer für viele Styles, halt von Pop bis zu Chill Out und andere Richtungen halt. Für Dance nicht unbedingt geeignet. Vielleicht mal für Disco House und ein paar Bässe und Streicher und Pianos, ja, oder Deep House. Okay, das ist auch eine tolle Sache. Gefällt mir ganz gut, weil du viele, viele Sounds bekommst. Wir kommen dann zu den etwas Dance-orientierten Sachen. Das ist der Mono Poly, auch eine Emulation. Setze ich ab und zu ein. Ist eine gute Kiste eigentlich. So. Und lass uns hören, was haben wir denn da für Sounds? Hier sind die Sounds. Lead Sounds. So. Weiter. So, lass es aber. Sounds hören, okay. Emuliert alte und neue Sounds, also sehr interessantes Tool. Könnt ihr auch als Hardware kriegen, aber der hat keine MIDI-Schnittstelle, ja, müsst ihr gucken. Dennoch lohnt sich die digitale Variante. So, Korg MS-20, der absolute Techno-Synthesizer, speziell für Effekte. Der wird eingesetzt für Bässe, für Lead-Sounds und Effekte. So, okay. Ich selber habe den noch nicht eingesetzt, zu meiner Schande. Also ihr kriegt das mal hier wieder Sounds ohne Ende. Seht ihr ja und alle zusammen. Pervers das Teil. Also die Lead Sounds. Also man kriegt schon super fetten Sound. Ich spiele mit der linken Hand übrigens. Die rechte Hand hat hier die Maus und scrollt down. Gefällt mir ganz gut, aber irgendwie setze ich das nie ein. Kann ich nur empfehlen. Also die Qualität stimmt einfach. Preismäßig, die sind nicht einfach. Sorry, die sind nicht billig, die Teile. Ich weiß gar nicht, was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube 400 € oder 300 €. So.
Polysix, auch der hat keine MIDI-Schnittstelle, aber dafür den besten Arpeggiator, den Korg eingebaut hat in einem Gerät. Genau die gleiche Qualität wie das Roland Juno 60, wobei der von Roland gefällt mir besser. Der groovt einfach viel, viel geiler. Super geiler Sound. So, also auch hier diverse Sounds, diverse Kategorien von Pads, von Bässen. Alles Mögliche. Der große Vorteil bei diesen Sachen hier, bei diesen Korg-Sachen, der mega Vorteil ist, ihr habt die Sounds der 80er. Ihr müsst nicht unbedingt jetzt Hardware haben und die super alten Geräte. Ich hatte mal viele, viele Synthesizer gekauft aus den 80ern als Hardware. Und ich muss ehrlich sagen, du hast den Nachteil, die zu programmieren. Ist nicht einfach. Auch die sind trocken vom Sound her. Das heißt, da musst du die Effekte einstellen und so weiter und so fort. Du hast es viel einfacher als VST. Ja? Das geht dann viel, viel schneller. So, der Grund, wieso ich das gekauft habe, war dieser Synthesizer, Triton. Ich fand es super, dass die den endlich als Emulation rausgebracht haben. Einziger Nachteil, auch hier, wir haben eine enorme CPU-Auslastung. Ich habe all diese Geräte habe ich als Hardware-Form gehabt. So, und auf meinem YouTube-Channel könnt ihr auch sehen, zeige ich euch gleich. Das dauert super lange, ich mit meiner super Leitung hier. So. So, da habt ihr hier eine Kleinigkeit. So, das war so ein Fandom Nordlied, JD, und auf der anderen Seite hatte ich nochmal hier Korg und so weiter. Und ihr seht, ihr habt jetzt hier große drei, vier große Racks gehabt mit sehr, sehr viel Zeugs. Und unter anderem war der Triton. Sehr sauberer Sound, moderner Sound, reiner 90er Sound. Ja? Das heißt, in diesem Paket hast du halt 70er, 80er, 90er Sound. Und auch hier haben wir die Factory Sounds und du hast Expansions. Für 300, glaube ich, habe ich bezahlt dafür, kriegt ihr viele, viele Sounds. So, und ihr deckt quasi ein großes Spektrum ab. Aber der absolute Dance Synthesizer ist hier drinnen nicht. Das heißt, ihr könnt das kaufen, aber ihr kriegt nicht die Tracks, die ihr mit Nexus macht. Kriegt ihr nicht hin. Ja? Viele werden sagen, nee Simon, das stimmt nicht, du hast keine Ahnung. Das ist so meine Meinung, weil ich Dance produziere und weil ich mit den Geräten auch gearbeitet habe. Da müsst ihr wirklich verdammt gut sein, um die so zu programmieren, dass ihr es wirklich auch schafft, so geile Sounds rauszuholen. So mit den analogen Sachen, glaube ich schon, kriegt ihr sehr gute Sounds raus. Aber so die Dynamik, die Nexus bringt, weil da gelehrte Sounds sind, weiß ich nicht. Aber ich würde mich riesig freuen, wenn wirklich Leute schaffen, hier mit den Teilen guten Sound zu machen. Ich bin fest davon überzeugt, man kann hier was machen. Ich setze die kaum ein, wie gesagt, aber hier Triton setze ich gerne für Lounge ein, weil er sehr frische Sounds hat. Halt, ne? Effekte. Schöne Sachen für Deep House, fantastic, schöner Saxophon Sound, super Streicher, also
Fantastische Qualität, kann ich nur sagen. So, ohne Ende Sounds. Ne? Hier auch die ganze Expansions. Ich habe das alles unter der Playlist Kork. Da findet ihr jeden einzelnen Synthesizer und jede einzelne Expansion, stelle ich vor. Und die findet hier unter Kork. So, Mann, ist das viel. Unter Kork. Nee. Naja, sucht einfach und da kriegt ihr es einfach umsonst. Die einzelnen Sounds. Wie die klingen und wie klingen die einzelnen Expansions. Wavestation, ein Synthesizer aus den 90ern. Sehr speziell, weil der hatte diese Vektorsynthese. Auch ein toller Synthesizer. Für mich speziell für so Deep House, leichte, groovige Sachen und Chill Out. Ja. Lass uns reinhören. Okay. Ich bin jetzt kein Gitarrist, also ich kann auch kaum spielen, muss man auch so sagen. Okay, Browser Search, Write, Preview. Ach, super. Ihr habt auch eine Preview-Funktion. Klasse. Da könnt ihr hier nochmal den Sound modulieren mit dem Teil. Ihr könnt editieren. Ja, das Ding ist so klein, also was willst du da editieren? Das siehst du kaum. Okay. Das ist kaum was. RAM 2 ohne Ende wieder Sounds. Kartensounds. Lass nochmal reinhören. Großer Vorteil sind hier die Sounds aus den 90ern. Finde ich cool. Gefällt mir ganz gut, dieser 90er Touch, diese Synthesizer in der 90er, weiß ich noch, wie ich in die Läden reinging und da versucht dann die Sounds ein bisschen so amateurmäßig zu spielen und ich war total begeistert, aber die konnte man kaum kaufen, weil dieses Teil kostete 4.000 Euro, sorry, 4.000 Mark damals, ja. Und du kriegst genau die gleichen Sounds heute für 300 Euro. Ich weiß, viele fragen mich wieder, gibt es das Teil gecrackt? Ja, das gibt es. Okay, man sollte keine gecrackte Sachen, ja, kaufen. Gut, wie funktioniert das Ganze? Entschuldige, ich habe mich vertan. Man sollte keine gecrackte Sachen einsetzen. Kaufen sollte man die Teile, weil die Leute einfach stundenlang da dran sitzen, machen, tun. Aber jeder muss es allein entscheiden. Ich will euch nur eins sagen: Wenn ihr die Sachen kauft, dann läuft das über die Kork-App. Das heißt, ihr lädt einfach eine Kork-App runter. Weiß ich gar nicht, wo ich die habe. Auf jeden Fall. Ihr meldet euch da an, da könnt ihr die Sachen runterladen. Also es geht heutzutage alles über Apps, habe ich das Gefühl. Gut. Das sind so Quarks, die ich einsetze ab und zu mal, aber das ist wirklich High-End-Qualität. Bezüglich 90er Sound, 80er Sound. Super Qualität, ihr müsst keine Hardware kaufen. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein paar Infos geben. Und ja. Ich wünsche euch viel Spaß. Falls ihr die Sachen testet möchtet, guckt, ob es Demo-Versionen gibt. Ja? Ansonsten schlage ich euch vor, guckt euch nochmal die Tubes an auf meiner Playlist Kork und da könnt ihr nochmal die Sounds euch anhören. Also wichtig in erster Linie sind ja die Sounds, aber wichtiger sind die Ideen. Ja, dass wir halt gute Ideen haben für einen Track. Danke fürs Zuhören, Zuschauen. Leute. Bis bald mit einem neuen Tube. Ciao.